Während fast alle Besitzer eines Miraculous, einschließlich Marinette, ihr Miraculous respektieren und für das Allgemeinwohl eingesetzt haben, gab es Zeiten, in denen sie sich in einer schwierigen Situation befanden und ihr Miraculous aufgeben wollten. Und ja, das haben auch Marinette und Adria getan. Fangen wir doch direkt mit Marinette an. Marinette erhielt das Miraculous von Ladybug, als sie Meister Fu rettete, der beim Überqueren der Straße fast von einem Auto angefahren wurde. Meister Fu glaubte, dass Marinette das Potenzial zu einer großen Heldin hatte und wählte sie wegen ihrer Freundlichkeit und ihres Mutes aus. Nachdem Marinette sich zum ersten Mal in Ladybug verwandelt hatte, kämpften sie um Cat Noir gegen Stoneheart, einen von Hawkmoth erschaffenen akkumatisierten Schurken. Obwohl es ihnen zunächst gelang, ihn aufzuhalten, gelang es Marinette versehentlich nicht, die Akkumatisierung einzufangen, was dazu führte, dass Stoneheart sich vervielfältigte und noch mächtiger zurückkehrte. Marinette gab sich die Schuld an diesem Fehler und fühlte sich der Rolle einer Superheldin nicht gewachsen. Wachsen und begann an sich selbst zu zweifeln. Sie glaubte, sie sei zu inkompetent und unerfahren, um die Verantwortung zu tragen und beschloss, das Miraculous von Ladybug aufzugeben. In einer anderen Folge der 5. Staffel gab Marinette ihr Miraculous auf, weil sie von ihren emotionalen Kämpfen und ihren komplizierten Gefühlen für Adria überfordert war. Sie hatte mit wiederholten romantischen Misserfolgen zu kämpfen, die ihr das Herz brachen und sie verunsicherten. Diese emotionalen Schwierigkeiten ließen sie glauben, dass sie sowohl als Superheldin als auch in ihrem Privatleben versagte. Trotz Tikis Bemühungen, sie zu trösten, war Marinette davon überzeugt, dass sie der Verantwortung als Ladybug nicht mehr gewachsen war. Schließlich beschlossen Tiki und Plek, da sie sahen, wie sehr ihre Mission sowohl Marinette als auch Adria verletzt hatte, das Miraculous wieder einzustellen und sie von der Last des Heldendaseins zu befreien. Tiki? Hä? Da wir Adria gesagt haben, können wir auch über ihn sprechen. Abgesehen von der Folge Übertragung, die Entscheidung der Qualmis Teil 1, die wir ja gerade erklärt haben. Adria war frustriert darüber, dass er nicht in wichtige Geheimnisse eingeweiht wurde und gab sein Miraculous auf. Während seiner Mission mit Ladybug und Rena Rouge war er verärgert darüber, dass Ladybug die Identität von Rena Rouge kannte, während er im Dunkeln blieb. Er hatte das Gefühl, dass Ladybug ihn nicht als gleichwertigen Partner behandelte, was zu seinem emotionalen Ausbruch führte. Frustriert verwandelte sich Adria in seine zivile Gestalt zurück und drohte nicht mehr Cat Noir zu sein, wenn Plek nicht die Wahrheit über Ladybugs Geheimnisse verrate. In einer anderen Folge mit dem Titel Das Miraculous der Schlange war Adria tief betrübt über den überwältigenden Druck und das Gefühl des Versagens, das er während der Mission gegen Desperada empfand, und gab das Miraculous der Schlange auf. Nachdem Ladybug ihm das Miraculous anvertraut hatte, wollte Adria sie in seinem zivilen Zustand beeindrucken und möglicherweise ihre Liebe gewinnen. Doch obwohl er seine Fähigkeit Zweite Chance 25.913 Mal einsetzte, war Adria nicht erfolgreich und konnte Ladybug wiederholen. Nicht retten. Adria hatte das Gefühl, dass seine Gefühle für Ladybug ihn zu sehr ablenkten, um das Miraculous effektiv einzusetzen, weshalb er beschloss, es zurückzugeben. In der Folge Cat Noir 2.0 war Adria verzweifelt und gab sein Miraculous auf, da er sich durch Ladybugs wachsendes Vertrauen in die anderen Helden zutiefst verletzt und zurückgewiesen fühlte. Als er in der Folge versuchte, Ladybug nach einer Mission zu helfen, lehnte sie seine Hilfe wiederholt mit der Begründung ab, es sei ihre Aufgabe als Wächterin, sich selbst um die Dinge zu kümmern. Diese Zurückweisung verletzte ihn zutiefst und als Ladybug ihn aufforderte zu gehen, bot Adria, der sich unerwünscht und überflüssig fühlte, an, sein Miraculous ganz aufzugeben. Ladybug war sich der Tragweite ihrer Worte nicht wirklich bewusst und stimmte dem zu. Adria, der nun völlig entmutigt war, beschloss, nicht mehr Cat Noir zu sein und nahm seinen Ring ab. And take my Miraculous back when you're done! Okay, whatever, see you later! Gehen wir weiter zu Chloe. Chloe war wütend und gab aufgrund ihres wachsenden Hasses auf Ladybug das Miraculous der Biene auf. Während der gesamten Folge suchte Miracle Queen, eine akkumatisierte Version von Chloe, Rache dafür, dass sie als Superheldin ins Abseits gestellt wurde. Chloes Wut rührte von Ladybugs Weigerung her, ihr das Miraculous der Biene zu überlassen, obwohl Chloe sich als Heldin beweisen wollte. Nachdem Chloe ihr Trauma überwunden hatte, verlangte sie ihr Miraculous zurück. Aber Ladybug wies sie erneut zurück und schloss sie wegen ihres Verhaltens endgültig aus dem Superheldenteam aus. Chloe, die sich zutiefst verletzt fühlte, kündigte wütend ihre Loyalität zu Ladybug auf und erklärte, sie wolle nicht länger ihr Fan oder ihr Freund sein. Gehen wir weiter zu Alia. Das Geheimnis von Alia und Nino wurde aufgedeckt, als Nino beschloss, Alia ohne Ladybugs Wissen in seine Pläne als Carapace einzubeziehen. Als Rena Furtive, die Ladybug direkt vertraut, hatte Alia versprochen, ihre Identität und Rolle geheim zu halten, auch vor Nino, um zu verhindern, dass Shadowmoth sie ins Visier nimmt. Als Nino jedoch versehentlich die Existenz von Rena Furtive aufdeckte, alarmierte sie Shadowmoth über Alias weitere Beteiligung.
Alia erkannte, dass sie durch den Bruch ihres Versprechens und die Weitergabe des Geheimnisses an Nino sie alle in Gefahr brachte. Sie fühlte sich schuldig und verantwortlich für die potenzielle Gefahr und beschloss, ihr Miraculous an Marinette zurückzugeben, da es für sie zu riskant war, als Besitzerin des Miraculous weiterzumachen, da Shadowmorph nun ihre Identität kannte. Shelter! Gehen wir weiter zu Meister Fu. Im Laufe der letzten Folge von Staffel 3 hatte Miracle Queen die Kontrolle über mehrere Besitzer der Miraculous übernommen und Hawkmoth hatte Meister Fu, den derzeitigen Wächter der Miraculous-Schatulle, gefangen genommen. Während Ladybug und Cat Noir kämpften, um Paris zu retten, geriet Meister Fu in eine gefährliche Situation, in der ihm klar wurde, dass die Sicherheit der Miraculous und der Welt nicht länger von ihm alleine abhängen konnte. Nachdem Ladybug und Cat Noir Miracle Queen erfolgreich besiegt und die gehirngewaschenen Helden befreit hatten, erkannte Meister Fu den immensen Druck, dem Ladybug nun ausgesetzt war. In einem letzten Akt des Vertrauens und der Zuversicht beschloss Meister Fu, seine Position als Wächter aufzugeben und die Verantwortung an Ladybug zu übergeben. Bei dieser Übergabe löschte er auch seine Erinnerungen an das Miraculous und die Identitäten von Ladybug und Cat Noir, um die Geheimnisse der Besitzer des Miraculous zu schützen. Und zu guter Letzt haben wir Gabriel. In der Folge Kampf der Königin Teil 2 gab Gabriel das Miraculous des Schmetterlings auf, nachdem er verzweifelt war, weil es ihm wiederholt nicht gelungen war, die Miraculous von Ladybug und Cat Noir zu erlangen und weil er Adria ständig gefährdete. Grübelnd vor Emilys Sarg bittet Gabriel sie um Verzeihung und beschließt, dass er die Sicherheit seines Sohnes nicht länger aufs Spiel setzen kann. In dem Glauben, alles Mögliche getan zu haben, gab Gabriel sich geschlagen und gab Noro und das Miraculous des Schmetterlings auf. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt konzentriert er sich auf Adria und seine Familie und gestand seine Situation mit Traurigkeit ein. Und in der letzten Folge von Staffel 4 gab Gabriel das Miraculous des Faust auf, nachdem er von Felix in die Enge getrieben wurde. Felix täuschte Gabriel vor, er sei Adria, stahl das Miraculous des Faust und verlangte das echte im Tausch gegen Ladybugs Jojo, das fast alle Miraculous enthält. Gabriel zögerte, als ihm gedroht wurde, dass seine Geheimnisse, darunter auch den Aufenthaltsort von Emilys Körper, aufgedeckt werden könnten, aber schließlich gab er Duso auf und übergab das echte Miraculous des Faust. Was denkt ihr darüber? Wenn ihr ein eigenes Miraculous hättet, würdet ihr es auch aufgeben? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken. Vielen, vielen Dank für euren Support und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!